Endlich wieder Fußball und mit mir kommentiert heute Frank Buschmann. Danke, Wolf. Ich freue mich riesig auf diese Partie und die Fans, da bin ich mir sicher, auch. Heute heißt es VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach hat uns gut gefallen bei dem Heimsieg, als man auf den FC Augsburg traf. Eigentlich hätten sie auch klarer als 2:1 gewinnen können. Ich denke, sie werden daran anknüpfen und auch heute den Sieg einfahren. Da sehen wir die heutige Aufstellung der Stuttgarter. Bei ihnen sehen wir hier und heute ein klassisches 4-5-1. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Die Spielleitung übernimmt heute Heimo Wasserschneider. Beide Mannschaften sind bereit, es geht los. Seredier. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Er schießt. Den Ball hält er gut. Jetzt müssen Sie aufpassen. Den muss er jetzt machen. Das ist das Tor. Mit dem Kopf hat er es gemacht. Das Tor hat er richtig gut gemacht. Sieht man hier auch noch mal in der Wiederholung. Das war ein super Abschluss. Da hat er das richtige Timing und die Sprungkraft und nimmt den Ball ganz stark per Kopf. Ein tolles Tor. Lediglich 7 Minuten haben sie für den ersten Treffer gebraucht. Das könnte gefährlich werden. Freistoß ja, aber keine Verwarnung. So früh im Spiel tun es auch ein paar ernste Worte an den Spieler. Eine gute Möglichkeit hier, es gibt Ecke. Jetzt Raphael. Schussversuch. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Per Kopf verlängert. Klein. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Auf den er so lange warten musste. Und den Treffer hat er sich hart erarbeitet. Das ist die Belohnung. Kommt der Schuss oder doch noch ein Pass für den Torhüter? Sind so 2-gegen-1 Situationen natürlich undankbar. Absolut, Wolf, denn egal wie er sich entscheidet, normalerweise ändert das nichts am Gegentreffer, so wie hier. Boah, der passt aber ganz genau. Also 3 Zentimeter höher, da geht er an die Latte. Jetzt steht es 2:0, das dürfte Ihnen Ruhe geben.
Davi. Insua. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Der Verteidiger stört ihn. Das macht der Abwehrspieler gut, setzt den Gegner unter Druck und holt so den Einwurf raus. Und den Ball hat er sich geholt. Klein. Die Davi. Harnik. Gentner. Das war einfach. Und er hat den Ball. Wichtig, dass er da mit dem Fuß dazwischen kommt. Das wäre eine gute Gelegenheit geworden. Dahoud. Der Ball kommt gut. Verteidiger hat aufgepasst. Die Flanke war gar nicht so schlecht. Gentner. Die Davi. Harnik. Er bekommt Hilfe. Er versucht's. Das war einfach für den Torwart. Klein. Junic. Und direkt zurückgespielt. Die Davi. Kein Zweifel, das ist Freistoß. Super vom Torwart, aber der Freistoß war auch nicht so gut. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Und der Ball ist weg, das war unnötig. Stindl. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Jetzt kommt der Freistoß. Tolle Aktion vom Torwart. Da hatte er den zweiten Treffer auf dem Fuß. Dieses Mal ist es nichts, aber eine gute Aktion. Da kommt er nicht richtig dran mit dem Kopf. Ball geht vorbei. Da fehlen vielleicht ein paar Zentimeter, sonst hätte es gefährlicher werden können. Und er geht am Die Davi. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Flanke war nicht gut. Der Ball ist weg. André Hahn.
Und nun Raphael. Insua. Seredier. Gentner. Seredier. Der Angriff könnte was werden. Harnik. Der Ball geht an den Pfosten. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Und nun Raphael. Der Ball erstmal raus, gut gemacht. 45 Minuten sind rum, es steht 2:0. Auf keinen Fall ein Grund, jetzt schon aufzugeben. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Er hat sein Tor im ersten Durchgang gemacht, eine wirklich gute Leistung. Sie liegen ja auch zu Recht vorn. Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Klein. Harnik. Schwab. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Werner. Die Chance per Kopf. Die kann er einfach. Diese Schüsse aus der Distanz. Hier hat dann aber zum Torerfolg doch noch was gefehlt. Der hätte sitzen können. Die Flanke kam passgenau für einen erfolgreichen Abschluss. Ein bisschen zu hoch angesetzt. Und nun Raphael. Geht er vorbei. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Das ist noch gefährlich. Da kommt der Schuss. Klasse aufgepasst vom Torwart. Ja, der Kopfball ist drin. Dieses Tor müssen wir uns noch mal anschauen. Von links zirkelt er da den Ball herein. Wunderbar, wie er das macht. Ein glücklicher Abnehmer. Hier kommt also noch mal der Kopfballtreffer. Ja, so macht man das. Da stimmen einfach die Abläufe, wie man hier noch mal deutlich erkennen kann. Und diese Führung ist doch mehr als deutlich. Bei der nächsten Gelegenheit kommt er wieder zurück aufs Feld. Hoffen wir mal, dass das nicht nur falscher Ehrgeiz ist. Damit würde er seiner Mannschaft nicht wirklich helfen. Er schießt. Guter Versuch von ihm. Nur diesmal ist er nicht drin. Er ist wirklich sehr präsent, sucht oft den Abschluss. Gleich wird hier ausgewechselt. Hier sehen wir jetzt in der Einblendung den nächsten Gegner der Fohlenelf. Der VfL Wolfsburg ist der Gegner im nächsten Match in der Bundesliga. Auf dem Papier eine ausgeglichene Angelegenheit, könnte man meinen. Der Ball kommt. Da kommt er hin und er faustet den Ball weg. Sie versuchen das Spiel jetzt breit zu machen.
Der Ball ist kein Problem für den Torhüter. Und jetzt ein Schuss. Gut abgeblockt. Es gibt Eckball. Der Trainer wird wechseln. Jetzt Raphael. Er zieht ab. Da ist der Torwart da. Gut gemacht. Mit der Ecke könnte es gefährlich werden. Der Ball wurde weggefaustet. Es gibt einen weiteren Eckstoß. Und jetzt der Schuss. Kein Tor hier, aber gut, dass er das mal versucht. Ja, die Dinger kann er grundsätzlich ja auch. Das haben wir schon häufiger gesehen. Klasse Parade. Hier nochmal eine Wiederholung. Ein guter Torwart ist eine Menge wert. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Das ist ein Foul. Freistoß. Jetzt wird es den Wechsel geben. Klein. Gefährliche Flanke. Gibt Abstoß. Heise. Davi. Flanke kommt, wird das eine Chance? Er köpft den Ball. Den Ball bekommt er nicht richtig platziert. Ja, den trifft er nicht richtig voll und das ist dann kein gefährlicher Kopfball. Den Ball hat er irgendwie nicht richtig getroffen und lässt diese Chance hier liegen. Schön reingebracht, aber er kann den Kopfball nicht kontrollieren. Bei der nächsten Unterbrechung wird gewechselt. Harnik.
Das war einfach für den Torwart. Super Einsatz vom Torhüter. Brillant gemacht. So, der Treffer nochmal in der Wiederholung. Da zeigt er den absoluten Willen, hier das Tor machen zu wollen. Ganz starke Aktion. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Das Resultat ist doch ziemlich eindeutig und lange zu spielen ist auch nicht mehr. Schwab. Kein Jubel, kein Gesang, nichts kommt mehr von den Rängen. Ja, die Mannschaft zeigt einfach ein schlechtes Spiel und die Fans lassen sich jetzt davon anstecken. Dabei brauchst du genau in dem Moment die Unterstützung der Anhänger. Das könnte die Spieler noch mal pushen. Da kommt der Schuss. Gute Aktion vom Torhüter. Das war sauber. Er holt sich den Ball. Wendt. Geht er rein? Der Ball geht knapp über die Latte. Schwab. Didavi. Kommt jetzt die Flanke rein? Der war nicht leicht zu spielen, aber das... Und das war's. Das Spiel ist beendet. So haben sie sich das vorgestellt. Sie gehen heute als Sieger vom Platz. Verdient, denke ich. Klar, sie haben auch Chancen zugelassen, aber ihre Möglichkeiten einfach besser genutzt. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.